wieder herzlich willkommen zu eurer Legung heute. Heute wendet sich dein Glück. Das ist der Name dieser Legung und dieses Videos. Und wir schauen heute mal, in welchem Lebensbereich sich dein Glück wendet und natürlich wie. Aber vorausgesetzt ist eine positive Wende. Also von daher braucht ihr da keine Angst haben, dass da was Negatives rauskommt. Okay? So, du bist genau richtig hier, wenn deine Sonne, dein Mond oder dein Aszendent im Sternzeichen Widder ist. Und ein kurzer Disclaimer, bevor wir beginnen: Dies ist keine persönliche Legung. Nimm dir daher wirklich nur das heraus, was für dich wichtig und richtig erscheint. Und lass den Rest gehen. So, dann beginnen wir mit den Tarotkarten. In welchem Lebensbereich wird sich Widders Glück wenden? In welchem Lebensbereich wird sich Widders Glück wenden? Hier ist die Sechs der Schwerter. Also im Grunde wird das Leben insgesamt ein bisschen leichter, ein bisschen weniger auf den Schultern, ein bisschen weniger Chaos und ein bisschen mehr Frieden. Okay, also wir gehen natürlich gleich weiter, aber so im Überblick, ja, das Leben wird insgesamt ein bisschen leichter. Vielleicht gehst du aus einer Situation, die sehr anstrengend war oder konfliktbelastet. Und das wird sich jetzt bald ändern für dich. Wie wendet sich das Glück für Widder bzw. in welchem Lebensbereich? Wir haben den Page der Stäbe. Vielleicht machst du eine Reise. Ja, der Page der Stäbe hat oft mit Reisen zu tun, ganz besonders wenn weitere Reisekarten um ihn herum liegen. Und das haben wir mit den Sechs der Schwertern. Ja, und ich kenne tatsächlich einen Widder, der eine Reise macht, oder beziehungsweise wenn ich jetzt drehe, wird diese Person noch eine Reise machen, aber wenn ich das hochlade, dann ist es wahrscheinlich schon vorbei. Also von daher, ja, vielleicht machst du eine Reise, vielleicht entdeckst du neue Lande, ja. Gerade der Page der Stäbe ist auch tatsächlich eine weite Reise. Also es kann sein, dass du hier über das Meer eine Reise machst, ja, also über See, gerade auch hier mit dem See oder dem Meer, man weiß es nicht genau, der Sechs der Schwerter. Also es kann sein, dass du zum Beispiel nach Amerika fliegst oder nach Australien oder so. Also dass hier tatsächlich eine Reise ansteht. Vielleicht aber auch ein Umzug. Auch das könnte sein. Der Ritter der Kelche. Gleiche Position hatte auch Wassermann. Und hier geht es auch so ein bisschen um Herzöffnung und auch ein bisschen um, ich würde mal fast sagen, Reisegebiete erkunden. Und zwar sagt mir das hier der Adler. Ja, das ist ja, ich denke, das ist eine mongolische Sage, die wir hier haben. Und ja, den Adler schickt man so voraus als Späher. Na? Und vielleicht ist es ja sogar so, dass du und deine Familie umziehen möchtet. Und übrigens haben wir hier wieder das Meer bzw. Wasser. Also es kann sein, dass du so vorgeschickt wirst von deiner Familie und du dir vielleicht erstmal anschauen sollst, wo würden wir denn da wohnen, wenn wir, vielleicht hast du ein Angebot für einen Job oder so und du gehst dahin und schaust dir das erstmal alles an. Also wir haben hier so eine leichte Späherfunktion und aber auch irgendwie Reisen, ne? Dieses Vorschicken. Ja, fliegen hier in diesem Falle. Also vielleicht machst du eine Flugreise und schaust dir schon mal an. Vielleicht geht es wirklich um einen Umzug, eine Relokation durch einen Job oder so, ne? Und dass du erstmal vielleicht dich bewerben gehst, also dass du nicht bewerben gehst, sondern vorstellen, vorsprechen und dir auch das, ja, die Umgebung mal anschaust, ob denn das geeignet wäre. In welchem Lebensbereich wendet sich das Glück für Widder? Die Sieben der Stäbe.
Ja, bei dieser Karte denke ich natürlich an Arbeit, ne? Also hier haben wir ja jemanden, der harte Arbeit auf der Straße verrichtet. Ich weiß nicht, ob er einen Zaun aufbaut oder irgendwie Straße abbaut oder was auch immer. Aber es ist natürlich hier so die heiße Mittagssonne. Und ja, es ist halt wirklich sehr, sehr harte Arbeit, die er hier verrichtet. Also es könnte sein, dass es auch um deine Arbeit geht. Also dass du dich umschaust momentan nach einer neuen Arbeit, vielleicht auch wirklich nach einem neuen Berufszweig. Mit dem Page der Stäbe könnte das durchaus sein, denn der Page der Stäbe hat so dieses, ne, Fremde, Unerkundete, aber auch Neugierige. Na, also von daher könnte es hier sein, dass du den Berufszweig komplett wechseln möchtest. In welchem Lebensbereich wendet sich das Glück für Widder? Die 6 der Kelche, aber auf dem Kopf. Wenn die 6 der Kelche jetzt hier, okay, für vielleicht nur für eine Person. Aber wenn du in dem Moment denkst, selbst also wenn das bisher für dich zugetroffen hat und du denkst, ich gehe wieder nach Hause. Ich gehe in mein Heimatland, ich gehe in mein Heimatdorf, in meine Heimatstadt. Nein, das wird etwas komplett Neues sein. Das ist nicht etwas, was du schon kennst. Es ist dir noch nicht bekannt. Okay, also das kann, wie gesagt, nur für eine Person jetzt hier hilfreich sein. Ich schau mal, was das für die anderen hier bedeutet. Ja, also ich denke, es wird nicht, also es ist für jeden etwas Neues. Es ist nichts Altes, wo du hingehst, ja. Also vielleicht ist es wirklich ein brandneuer Job, ein anderer Arbeitsbereich, von dem du jetzt zwar noch nicht so hundertprozentig weißt, du weißt, dein Leben wird sich irgendwie ändern. Vielleicht bewirbst du dich auch breitflächig, ja. Aber vielleicht weißt du noch nicht hundertprozentig, wo dich das Leben hinführt. Es ist auf jeden Fall nichts, was mit deinem früheren Leben zu tun hat. Und da war die Speicherkarte voll. Ist ja mindestens einmal was, ne? Also, auch wieder vielleicht nur für eine Person oder zwei. Falls du dich gerade umschaust nach was Neuem, nach einem neuen Job, falls du dir tatsächlich übersee irgendwas suchen möchtest, wo du hinziehen möchtest. Es kann sein, dass das ohne deine Kinder stattfindet. Besonders wenn die Kinder schon alt genug sind. Also jetzt nicht, wenn die Kinder nur 5, 6 Jahre alt sind, aber wenn die Kinder 20 sind, 18, 20 um den Dreh, kann es halt sein, dass die Kinder sagen, nee, wir bleiben hier, weil wir hier einfach ein Leben haben. Ne? Aber das ist, denke ich, normal. Das wird öfter passieren, dass du dann vielleicht mit deinem Partner nach Übersee gehen würdest, aber dann halt ohne die Kinder, weil die halt ich hier, ne? Klar, 18-, 20-Jährige, die haben hier ja vielleicht ihre Uni, ne? Die haben ihre Ausbildung, ihren Freund oder ihre Freundin, ne? Von daher, ja klar, das kann sein, dass dann die Kinder sich entscheiden, nee, wir bleiben hier. Okay, aber wie gesagt, nur für den einen oder anderen kann das hier relevant sein. So, dann schaue ich noch mal auf die Orakelkarten. Wie wendet sich das Glück für Widder? Wie wendet sich das Glück für Widder? Wir haben Stärke. Also hier ein bisschen mehr zu dir selber finden. Möglicherweise wolltest du immer schon weggehen oder wolltest du dein Leben verändern in eine gewisse Richtung. Und indem du das tust, stehst du ein bisschen mehr zu dir. Ja? Stärke ist ja auch ein bisschen, also die Karte Stärke ist ja auch mit sich ins Reine kommen, mit seinen Schwächen und Stärken, ja, die anzunehmen, wie man ist.
Und indem du hier tatsächlich dir diesen Wunsch erfüllst, auch wenn es vielleicht beängstigend sein könnte und du vielleicht auch Menschen zurücklassen musst, aber dennoch wächst du mehr mit dir zusammen. Ne? Das ist auch Selbstliebe, das ist dein eigenen Kelch füllen, all das. Ja, all das wird für dich geschehen, sobald du hier tatsächlich einen großen Schritt wagst, etwas Mutiges wagst. Wie wendet sich das Glück für Widder? Opening to Love, also eine Öffnung für Liebe. Mein Herz ist offen und schaut euch das an. Schon wieder. Wir sind hier das offene Meer auf einem Schiff. Ja, und es muss nicht unbedingt Liebe sein. Ich sehe das tatsächlich für die wenigsten von euch. Ja, natürlich, falls du jemanden suchst, kann es durchaus sein, dass du jemanden findest, aber vermutlich nicht in deiner Umgebung. Also, ne, es kann sein, dass du verreist oder ähnliches und dann dort die Liebe deines Lebens triffst. Weil ja, die Zeit ist reif und vielleicht hast du ja auch so ein paar Indikatoren in deinem Geburtschart, dass du einen Fremden heiratest oder mit jemandem zusammenkommst, der nicht aus deiner Region kommt, sozusagen. Aber das hat auf jeden Fall, weil, falls es hier wirklich um romantische Liebe geht, hat es mit Reisen zu tun und vermutlich auch mit Übersee. Okay, aber für die meisten wird es tatsächlich eher das die Herzöffnung sein für dich, ja, Selbstliebe, vielleicht auch für die Umgebung, ja, wenn du dich in eine neue Umgebung begibst, dass du hier sehr, sehr schnell eine große Liebe dafür entwickeln wirst. Also sehr, sehr schnell, ja, einfach dich wohlfühlen wirst, du vielleicht das Gefühl hast, nach Hause zu kommen. Ja, mit diesem Herzen, was in Flammen steht. Also möglicherweise erfüllst du dir halt auch, wie gesagt, einen Kindheitstraum. Na, vielleicht hat das hier, diese Karte, auch etwas mit deinem Kindheitstraum zu tun. Auch wenn die sechs der Kelche hier ja auf dem Kopf stehen, aber dennoch hat es ja was mit Kindheit zu tun. Und vielleicht ist es tatsächlich ein Kindheitstraum. Es kann aber sein, dass der ein bisschen anders ist, als du erwartest oder als du es dir vorgestellt hast. Sagen wir mal, dein Kindheitstraum war es, immer nach New York zu ziehen. Jetzt nur mal so ein Beispiel. Und du landest dann in New Orleans. Okay. Ist immer noch Amerika, ist auch New dabei, aber es ist eine sehr andere Gegend. Und ne, aber dennoch ist es die Erfüllung deines Kindheitstraums, wenn auch ein bisschen anders, aber besser. Okay? Also schlechter wird es nicht, es wird eher noch besser sein. So, eine letzte Karte, eine letzte Orakelkarte für Widder. Und ihr werdet nicht glauben, was auf den Boden gefallen ist. Ich muss mal versuchen, da dran zu kommen, ohne hier alles umzureißen. Ich bin ja verkabelt. Ihr werdet es nicht glauben, wir haben die heilige Vereinigung. Partnership Romance. Okay, fühlen natürlich einige. Kann es sein, dass hier eine Fernbeziehung oder quasi die Lücke zu einer Fernbeziehung geschlossen wird? Okay, also Opening to Love. Es kann sein, dass ihr jemand in Übersee kennenlernt und dann dieser Person nachreist. Ja, wichtig ist, egal, ja, besonders die Damen hier, die zuschauen, falls das für euch in Frage kommt, falls das für euch relevant ist, erstens sichert euch ab, dass diese Person echt ist. Na, ich meine, man hat schon wirklich ganz schlimme Dinge gesehen im Fernsehen. Ne, also es gibt Menschen, die wollen euer Geld. Sichert euch da ab, das ist Nummer eins. Wenn das aber nicht für euch in Frage kommt, ja, weil ihr diese Person wirklich kennt, ihr diese Person schon gesehen habt, mit dieser Person von Angesicht zu Angesicht gesprochen habt, ob das jetzt per Video ist oder sonst irgendwas, obwohl man da auch vorsichtig sein muss mit AI und so, mit KI heutzutage. Ja, wenn, ne, dann aber zweitens auch, wenn ihr irgendwo hinzieht, lernt die Sprache. Ganz wichtig. Wenn ihr irgendwo sitzt und ihr sprecht die Sprache nicht und diese Person entpuppt sich als jemand, der doch nicht die große Liebe ist, dann müsst ihr Hilfe erfragen können. Ja, ihr müsst wieder aus eigener Kraft nach Hause kommen können. Von daher, das nur am Rande. Okay, das nur am Rande.
Aber eben, wie gesagt, es kann hier wirklich sein, dass ihr, ne, vielleicht lernt ihr ja jemanden kennen auf einer Reise und ihr wisst dann auch, okay, das ist wirklich diese Person und da ist Liebe im Spiel. Ja, und ihr reist dorthin und möchtet dort dann mit dieser Person euer Leben verbringen. Ja, das kann hier tatsächlich ein Indikator sein. Und dann haben wir noch mal ein bisschen Liebe, nämlich die High Lady of Love and Compassion. Das ist die hohe Lady der Liebe und des Mitgefühls mit Reverence und Kindness. Reverence, ich glaube, das ist so was wie Führung, aber so eine liebevolle. Ne? Es gibt ja Reverend, das sind diese evangelischen Priester in Amerika, glaube ich. Ja, oder es sind, glaube ich, nicht nur evangelische, aber so Priester in Amerika, also so katholische Priester oder evangelische, ist egal. Also jemand, der quasi die Schäfchen hütet. Ne? Und Kindness ist Mitgefühl, ein gutes Herz haben. Ja, und von daher, ja, hier kommt Liebe rein. Es muss aber nicht, es muss nicht romantische Liebe sein. Okay, also dass hier eine Herzöffnung stattfindet, das kann durchaus sein. Entweder durch eure innere Herzöffnung, weil ihr sagt, ich gebe mir die Liebe. Es kann aber auch sein, und meistens hat das aber doch miteinander zu tun, dass von außen sehr viel Mitgefühl und Liebe kommt. Sehr viel Freundschaft, Hilfe. Hilfe und ich weiß auch nicht, warum ich heute so. Ich hatte den ganzen Tag nichts und jetzt drehe ich und schon muss ich husten. Also, dass von außen hier sehr viel Mitgefühl kommt. Es kann auch sein, dass, ne, wenn ihr irgendwo anders hingeht, dass ihr dort sehr tolle Menschen kennenlernt, mit denen ihr eine Freundschaft aufbauen könnt. Also, falls ihr hier eine Reise macht und nicht wirklich umziehen wollt, sondern einfach eine Reise macht, die ihr schon lange machen wollt, dass ihr dort dann Menschen vor Ort kennenlernt, die euer Herz öffnen, die einfach tolle Menschen sind und euer Herz berühren. Okay? Ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar und ein Abo, sodass ihr nichts mehr verpasst. Und wenn ihr mich darüber hinaus unterstützen möchtet, könnt ihr mir ein Trinkgeld zukommen lassen. Das geht über den Super Thanks Button, das kleine Herz unter diesem Video. Ansonsten gibt es noch die Amazon-Wunschliste. Dort könnt ihr mal schauen, dort gibt es für jedes Budget was. Und natürlich kanalbezogen, also ich benutze dann die Dinge hier auf dem Kanal. Und vielleicht interessiert euch das ja. Und ich sage danke, dass ihr da wart. Wünsche euch einen wundervollen Tag oder Abend und hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin.